Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Schadenfreunde. Ja, in diesem Video wollen wir euch mal unser kleines Winterprojekt vorstellen. Hallo. Ja, der ganze Wagen wurde schon mal lackiert vor ein paar Jahren. Ich weiß jetzt nicht, 3, 4 Jahren oder sowas. Auf jeden Fall haben sie da ziemlich gefuscht. Da haben sie hier von den Gummidichtungen, haben sie die Dichtung nicht gezogen, sondern einfach nur abgeklebt und lackiert. Auch hier, ne? Ja, hier ist auch schön abgeplatzt. Dann Kotflügel hat der Gammel. Ne, der ist gut. Naja, auf jeden Fall, da sieht man aber auch schön, da haben sie noch nicht mal die Rathausschale ausgebaut. Die haben sie schön mit einlackiert. Genau wie hier. So, die Türen haben Rost. Die wirst du auf jeden Fall. Wir zeichnen mal an. Hier. Da unten auch. Hier. Das wird alles entrostet und geschweißt. Hier ist das Scharnierlose. Oh ja. Müssen wir verstärken, mal gucken, wie wir da. Also da schweißt auch was ein, dass das nicht mehr. Ja, ja, klar. Müssen wir, hier ist das ja auch schon weggebrochen, hier dieses äußere Blech hier. Ja. Irgendwo ist da, hat sich was innen gelöst. Ja, auf jeden Fall die Türen wirst du schön instand setzen, entrosten, rostfrei halten. Ja, dann geht's hier weiter. Hier ist was. Hier unten hat er was. Denn hier hinten. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Radläufe einschweißen oder? Wir müssen erstmal nackig machen. Erstmal den ganzen Lack wegschleifen und dann sehen, wie das von der Substanz aussieht. Genau. Entweder werden Bleche reingemacht, von innen zugeschweißt und von außen verzinnt. Müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir uns den auseinandernehmen. Ja, andere Seite dasselbe, ne? Hier hat er auch. Hier hat er eben. Ja, wo hatte ich. Hier, ne? Von innen. Ja, da ist noch eine Kante. Kante schon abgeplatzt hier, der Lack. Da siehst du so eine richtige. Ja? Ja, also. Ja, hier hat er. Also, der wird den einmal richtig. Die Tür hat auch. Hier einmal. Selbst hier. Eine. Mal gucken, ob die noch so. Nee, aber naja, gut, die sind so ein bisschen wackelig hier. Mal gucken, ob wir da auch noch mal ein bisschen was nacharbeiten können. Aber ja, auf jeden Fall, dann fangen wir die nächsten Tage an und machen den Wagen erstmal komplett nackig. Sprich, Cabrio-Verdeck ab. Ja, ganze und Zierleisten, alles. Genau, Lappen raus. Das war von außen, untere Haube, zieh mal auf, wie sieht es da aus? Ja, dann müssen wir hier die Haube noch mal richtig einstellen, weil die haut hier auch gegen. Ja. Stimmt. Ja, technisch ist der aber tippitoppi, ne? Technisch ist er in Ordnung. Ja, da vielleicht noch mal an dem Kabel da noch mal eine Schutzhülle rüber. Nicht, dass da mal der Marder dabei geht oder so.
Ja, von innen sieht er auch noch mega aus, ne? Kofferraum hinten. Haben wir nicht reingeguckt. Da ist der Schlüssel. Also. Der steckt. Ja. Musst du ganz drehen, bis er Klack macht. Na, die Dämpfer auch nicht mehr die besten. Hält nicht mehr. Ja, der kann den Dämpfer, der sind die Fehler. Ja, meine ich ja. Ja gut, die kann man nachschmeißen. Von außen und innen aus. Ich würde sagen, wenn wir ihn auseinanderpflücken, werde ich auch noch mal von unten filmen. Nur ich komme jetzt leider gerade nicht unter, weil die Grube da belegt ist. Ja, alles weitere seht ihr im nächsten Video. Ich werde euch das hier mal am Ende des Videos verlinken, wie wir den komplett auseinanderbauen und entkernen. In diesem Sinne, eure Schadenfreunde.